Porzellan ist eine bahnbrechende Erfindung und für die Geschichte der Zivilisation von unschätzbarem Wert. Es ist ein Kunststoff, der aus ziemlich einfachen Materialien herzustellen ist, aber darauf zu kommen, auf dieses Rezept und daraus Kunstwerke machen zu können, das ist die eigentliche Leistung der Menschen im 18. Jahrhundert gewesen. Diese Sammlung geht zurück auf die Initiative August des Starken, der ein begeisterter Anhänger der Chinoiserie war, also der China-Mode. Das war ja sehr en vogue im 18. Jahrhundert. Well, what I liked about Augustus was that he was completely obsessive compulsive, which is the only kind of person I like. I mean, he just wanted thousands, he collected thousands of pieces of oriental porcelain. This I love, that he wasn't like, I want to take five pieces. I like that he said, I want basket loads, wagons. I mean, this is completely compulsive behavior. Greedy, but greedy for beauty. Unser Wunsch war eine völlige Neukonzeption und Neugestaltung unserer Sammlung. Und wir haben nach einem Architekten gesucht, der dazu in der Lage ist. Und wir sind auf Peter Marino gekommen. Peter Marino kommt eigentlich eher aus dem kommerziellen Bereich. Er hat sehr viele Privathäuser gebaut, auch ein Museum. Aber eine Gestaltung wie diese hat er so vorher auch noch nicht gemacht. Wir haben eine wirklich außergewöhnliche Gestaltung für unsere Sammlung gefunden, nämlich indem wir sehr edle Materialien eingesetzt haben, wie sie Peter Marino eben auch im kommerziellen Bereich benutzt. Wir haben mit Lack und Seide gearbeitet, um das Porzellan mehr zum Glanz zu bringen, prachtvoller zu präsentieren, im Sinne August des Starken, wie er es in seinem Porzellanschloss geplant hat. Das bringt das Porzellan den Besuchern viel mehr, als man das in einer Vitrine tun könnte. Well, this room was inspired by a painting by Paroissel in 1713, which was the king going out in the afternoon à la Tourque to have a picnic. And I reconstructed these beautiful red silk umbrellas. What they put over the king where he could have his little picnic. We've done two in the gallery, one for all the animals of Africa, and then one we did the animals of Europe. In the middle we put the big bird cage, so this helps people group the animals. This particular bunch of monkeys is my absolute favorite, particularly this chap who's taking a little 18th century snuff. Wenn man so ein Projekt angeht, dann braucht man dafür sehr viele Fachleute, nicht nur Handwerker, natürlich auch Ingenieure und vor allen Dingen Kunsthandwerker, also Stuckateure zum Beispiel, Leute, die mit Lack umgehen können, Leute, die Stoffe verarbeiten können und vor allen Dingen auch Tischler arbeiten. Da muss man natürlich auch sehr darauf achten, dass dem Porzellan nichts passiert. Also wir mussten sehr behutsam ausräumen, wieder einräumen, aufstellen, planen, Probeaufstellungen machen, bemustern. Das ist ein langwieriger Prozess und wir haben das in sehr, sehr kurzer Zeit bewerkstelligt. This gallery is not something who would have existed in 1715. What it is to make the audience feel a little of the feeling in your heart of 1715, not the actual, it's not historically correct. It's what I call evocative. It's not a copy. I don't copy a 18th room in the Louvre. I think this is academic and boring. I like to mix very crazy modern things. So this, for instance, we take the leather panels. Leather has been being painted since the Renaissance. My idea was to have modern artists, which is what I did, interpret a forest that the Vogel would be flying in. Die bisherige nüchterne Schlichtheit wurde durch barocke Opulenz ersetzt, sodass selbst der Kenner unserer Sammlung überrascht sein wird. Maybe some people consider it decoration. This is nonsense. This is fine art. It doesn't get any finer.